Herr Ganser, ich grüße Sie. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Ja, schönen guten Tag. Mich würde interessieren, ob Sie uns kurz etwas zu Ihrer Person und auch zu Ihrem Friedensforschungsinstitut sagen können. Ich bin Daniele Ganser, ich bin 44 Jahre alt, habe zwei Kinder, wohne hier in der Nähe von Basel in der Schweiz. Und ich habe ein kleines Institut, das sich mit der Frage beschäftigt, ob wir Kriege um Öl und Gas führen. Und gemäß unseren Daten ist die Antwort ja, es gibt Ressourcenkriege. Und ich frage mich natürlich, gibt es denn da keine Alternativen? Im 21. Jahrhundert müssen wir uns jetzt die Köpfe einschlagen wegen dem Öl und dem Gas. Und es gibt Alternativen und diese untersuche ich mit meinem Institut. Alles klar, und Sie kommen zu einem Vortrag nach Dresden. Können Sie uns kurz darstellen, aus welchem Anlass dieser Vortrag hier stattfindet und um was es dort kurz gehen wird? Ich komme am 1. November, also am 1.11., dreimal die Eins hintereinander, nach Dresden. Ich freue mich sehr. Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt nach Dresden komme. Ich freue mich auf die Stadt. Ich war noch nie dort. Einige haben mir gesagt, du musst unbedingt mal hinfahren. Endlich ist es soweit. Ich habe auch immer wieder E-Mails von Leuten bekommen, kommen Sie mal nach Dresden. Und hat halt bis jetzt nicht geklappt. Aber jetzt ist es fix. Ich komme. Ich spreche zum Thema illegale Kriege. Und ich werde dort zeigen, dass es in der UNO-Charta einen Abschnitt gibt, der eben besagt, dass es verboten ist, dass ein Land ein anderes Land angreift. Das heißt, Kriege sind eigentlich verboten. Immer wieder werde ich von jungen Menschen darauf angesprochen und gesagt, ist es nicht illegal, Krieg zu führen? Und ich sage, ja, es ist völlig illegal. Ist genauso illegal, wie jemanden auf der Straße zu ermorden. Ja? Mord ist illegal, Krieg ist illegal. Und da stellt sich ja die Frage, warum wird dann immer wieder Krieg geführt? Und da werde ich eigentlich mein neues Buch vorstellen, das heißt Illegale Kriege, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren, eine Chronologie von Kuba bis Syrien. Das heißt, ich werde ein bisschen verschiedene Länder ansprechen. Ich werde was natürlich zu Syrien sagen, jetzt sehr aktuell, aber ich werde auch zu anderen Konflikten, vielleicht Vietnam, vielleicht Guatemala, Iran, damit die Leute ein bisschen Einblick bekommen, wie die UNO funktioniert und wo sie nicht funktioniert. Sie haben noch andere Bücher schon geschrieben in der Vergangenheit. Können Sie vielleicht da auf die Themen eingehen, die Sie da schon beleuchtet haben? Ja, das ist richtig. Ich habe ein Buch geschrieben zu den NATO-Geheimarmeen. Da geht es um verdeckte Kriegsführung, da geht es um Spezialeinheiten, da geht es um die Geheimdienste, da geht es eigentlich um die verdeckte Politik. Das ist dieser Teil, den man eben nicht in den Abendnachrichten sehen kann. Und wer sich dafür interessiert, der kann mein Buch NATO-Geheimarmeen lesen oder es gibt viele YouTube-Videos auch zum Thema, wo ich das Thema genauer darstelle. Das andere Thema, das ich in einem Buch bearbeitet habe, ist das Thema Erdöl. Da zeige ich Europa im Erdölrausch, wie wir in den letzten 160 Jahren unsere Abhängigkeit vom Erdöl vergrößert haben. Das heißt, heute brauchen wir 95 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Das sind 45 Supertanker. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man sich diese Abhängigkeit vor Augen führt, dann wird es irgendwie auch klarer, dass diese Energiekriege so schnell nicht weggehen. Das heißt, ich würde mich wirklich freuen, wenn viele Leute in Dresden zu diesem Anlass kommen. Ich habe auch gesehen, dass er relativ günstig ist. Das kostet, wir haben nur 8 € der Eintritt. Also die Veranstalter haben sich hier wirklich Mühe gegeben, was ist die Technische Universität Dresden, dort einen attraktiven Eintrittspreis anzubieten, damit auch alle kommen können, die wollen, ja. Alles klar. Abschließend würde ich Sie noch bitten, einen kurzen Aufruf für die Veranstaltung zu formulieren und vielleicht nochmal festhalten, konkret, warum die Leute Ihre Veranstaltung besuchen sollten, Ihren Vortrag. Ja, hallo, hier Daniele Ganser. Ich möchte alle ganz herzlich einladen, am 1. November nach Dresden zu kommen, an die Technische Universität, weil dort halte ich einen Vortrag zum Thema illegale Kriege. Ich stelle mein neues Buch vor, wie die NATO-Geheimarmeen die UNO sabotieren. Wir stecken ja alle in der Gewaltspirale drin und es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Ich versuche anhand von historischen Beispielen zu zeigen, wie immer wieder NATO-Länder andere Staaten überfallen haben. Das sehen Sie so nicht auf ZDF, das sehen Sie so nicht auf RTL und auch nicht auf ProSieben. Sie lesen es nicht im Spiegel. Und wenn Sie so ein bisschen einen anderen Blick auf die internationale Politik durchaus mal genießen, dann kommen Sie doch vorbei. Und wie gesagt, es ist ziemlich günstig. Der Eintritt ist nur 8 €. Ich denke, das ist fair, wenn jemand kommen will. Sichern Sie sich noch heute eine Karte. Mich würde es freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ganser. Danke.